Jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, ob mein Licht jetzt so optimal ist. Das lässt sich aber relativ schnell lösen. Wir spielen heute Elder Scrolls Online, weil ich habe mir den ganzen Mittag damit verbracht, im Grunde nur noch die Skills zu leveln. Da, haha. Das Licht ist gar nicht mal so bad. Musik ist diesmal auch da. So, aber ich brauche, oh, ich brauche noch Buff-Food und den ganzen anderen Kram. Muss ich mich erst noch mit dem hier einloggen. Im Grunde haben wir aber ansonsten alles. Wir brauchen nur noch die Potions und Buff-Food. Und dann geht das eigentlich recht fix los. Soweit ich weiß, braucht man auch nur den braucht man kein Gift hier im PvP, soweit ich weiß. Ich bin bei Stamina Champs bin ich nie sonderlich sicher. Also im PvE braucht man auf alle Fälle Gift. Aber hier scheinbar nicht. Ja. Wie gesagt, ist mein erstes PvP-Bild. Mein erstes gescheites PvP-Bild. Ich habe ja vorher so ein bisschen noch mit Mages rum experimentiert. Das war aber nie jetzt so bombastisch. Warte, wo bin ich? Ah, hier bin ich, okay. Mir fehlen, glaube ich, noch ein, zwei Skills, die aber nicht so sehr ins Gewicht fallen. Nehme ich auch mal mit. Das brauche ich mal eben kurz nochmal, weil ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Kram wieder rauszusuchen. Nein. Ah, Buckloss, Columbine und Dragonthorn, okay. Moment. Dann brauchen wir, glaube ich, das hier. Und das? Fehlt uns Magicka. Das finde ich jetzt doof. Warte, was soll Buckloss sein? Ich kenne den Begriff nicht. Was soll das sein, liebes Spiel? Okay, okay. Das gibt's Cowardice, Restore Magicka. Das jetzt rächt es sich natürlich, dass ich den Kram nicht auf Englisch hab. Hä? Habe ich das etwa nicht? Da bin ich jetzt doof. Doch, das habe ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Da. So, und was soll nochmal
Columbine. Columbine ist, das weiß ich, glaube ich. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Ja, okay. Ja, dann habe ich alles richtig. Fuck, jetzt hätte ich natürlich auch eine. So. Jetzt brauchen wir nur noch Buff Food. So, da ich mich hier auch nicht auskenne, was hier spannend ist als Buff Food, dann. Okay, Max Health, Max Magicka, Max Stamina. Okay. Aber das ist der Tree Stat Buff, okay. Das da. Das ist der Vorteil, wenn man so viel Kram hat und wenn man so gut wie nie Buff Food braucht. Okay, jetzt brauche ich nur noch meinen Bankier. Da werfe ich dann meinen ganzen Krempel rein. Oh, ist das, da ist noch. Ich habe noch 7 Bankplätze. Das ist echt viel für mich, muss ich sagen. Ich irgendwas hier noch reinwerfen, was relevant ist? Oh ja. Oh ja. Ich muss nachher noch mal eben kurz ein paar Sachen suchen. Ich habe nämlich vorhin beim Farmen noch mal den ein oder andere Spur gefunden. Das spielt jetzt gerade keine Rolle. Das spielt gerade absolut keine Rolle. So, dann machen wir nämlich hier richtig PvP-Feuer. Wenn alles gut funktioniert. Ich wollte jetzt eigentlich meinen Stream verwalten. Ich bin jetzt hier doppelt und dreifach zu hören. Das will ich natürlich auch nicht. Da. Okay. Nein, das will ich auch. Oh Gott im Himmel. Nix finde ich hier. So, jetzt habe ich alles zusammen. Haha. Ich würde sagen, wir geben uns erstmal so ein bisschen alleine auf. Obwohl. Nee, 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 nee. Das mache ich ein bisschen anders. Nicht alleine, alleine sterbe ich wahrscheinlich jetzt am Freitagabend. I need my buffs. Zack. Wo ist denn mein Buff-Food geblieben? Da. Dann kann ich Relaxen hier reinwerfen. Oh, verdammt, ich muss umloggen. Ich habe vergessen, mir Velidread zu ziehen. Oder habe ich Velidread? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch! Haha! Es ist lehrend. Und mittel. Das will ich nicht. Ich will leicht haben. Okay. Dann wieder umloggen. Ich bin auf 90% der normalen Lautstärke. Interessant. Dann wird das wahrscheinlich an meinem Pegel liegen. Dann einfach nur noch lauter. Lauter, lauter, lauter. Da.
Müsste noch ein paar Keys haben. Dann kann ich auch das Spiel eigentlich lauter machen. Ich brauche mal hier. Ich glaube, ich brauche mittlerweile den dritten Bildschirm. Ich kriege hier nämlich nichts verwaltet. So. Dann kann ich hier noch mal ein bisschen interagieren. Ja, okay. Das ist für mich annehmbar. Ich brauchte Velidret. Und dieses Velidret brauche ich auf Divine. Oh Gott. Okay. Der große Vorteil, wenn man eine Trilliarde Transmog-Steine hat. Beziehungsweise ich habe. Wie viele von dem Kram? Ah. Nee, ich habe 38 nur. Nein. Oh. Ich habe nur 38 von den Steinen. Scheiße. Oh, aber ich habe in meiner. War das in meiner Bank? Es war in meinem Tank drin. Oh. Okay. Okay, Planänderung. Wenn ich da eine leichte Schulterklappe rausbekomme, weil ich habe ja nur die nur Medium Pants and Shoes. Die Medium Belt. So. Dann ich nämlich keinen leichten Belt. Aus geartechnischen Gründen, weil ich auch die Schnauze voll hatte, die ganze Zeit irgendeinen Scheiß zusammenzubauen. Und ich auch teilweise nicht an die Items kam, die ich brauchte. Jeden Tag kommt ihr vorbei. Versucht ihr meine Augen. So. Teils das Set Glucosa. Moment. Was, wie hieß das Set? Ihr braucht Esabi? Der Bums ist einfach nur Velidret. Zeigt mir die Zähne, wenn. War das. Da muss es hier gewesen sein, irgendwo. Steinhöhle. Da. Wenn ihr Narben habt. Chudan braucht keine Sau. Schwer. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Ich habe schon. In schwer, Leute. Ich brauche das nicht in schwer. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Fuck Ich off. hatte noch nie. Mächtiger Chudan, wieso hast du so viele Schulterklappen? Ah! Oh, es ist sogar auf die richtigen Trades. Oh, ist das großartig für mich. Ja, okay, never mind. Gut, 1000 Sachen bekommen. Mächtiger Chudan, mächtiger Chudan. Das ist für mich gerade so ein Schwachsinnsset. Ich werde mich wahrscheinlich später daran kaputt ärgern. So. Ah ne, ich brauche nur meine Katze. Brauche ich meine Katze? Du bist nicht meine Katze. Du bist vieles, aber nicht das, was ich brauche. So. Jetzt wieder umloggen.
Umloggen bitte. Zack. Tausendmal gerollt, tausendmal ist nichts passiert. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt hau ich noch WD-Dread drauf und dann kann es losgehen. Kann nicht wahr sein, ey. Nein, das. Ta-ta-ta. Und wie gesagt, das ist, was ich hier gebaut habe, was ich mir hier zusammen gebastelt habe, das ist jetzt ein One-Shot-Set. Nightblade, so das, was richtig verhasst ist bei allen Leuten, die überhaupt PvP spielen. Ja. Ich werde mich dann wahrscheinlich, wenn es sowas gibt, aber es wird wahrscheinlich geben um die Uhrzeit, an einem Freitagabend, werde ich mich dann wahrscheinlich im Zerg anschließen. Auf Blau, dann mit CP. Ja, bin gespannt. So. Hallo, hallo, Isabi. Du hast mir WD-Dread zu geben. Das ist nicht WD-Dread, das ist VWL. Zack. Und zack. So, wie sieht der... Moment, wie sieht der Kram aus, wenn man jetzt... Das würde mich nochmal eben kurz interessieren. Jawoll. Das sieht schon... Also ich finde das echt cool. Ah ja, dann kann ich eben kurz auch meinen Kram entgegenwerfen, den ich hier habe. Die Sturmfaust und das war es auch schon im Grunde, weil ich nichts hab. Okay, dann melde ich mich mal an dem ganzen Kram hier. Oh, das sieht doch schon mal perfekt aus. Schöne Bedingungen für jemanden, der einfach nur mal ausprobieren will, dass er Leute runterrennen kann. Aber mich deucht, ich habe irgendwas vergessen. Mich deucht es. Keine Ahnung was. So. Während das Spiel noch braucht. Okay. Oder so. Ich habe jetzt gedacht, das Spiel braucht noch 1000 Jahre, bis es mich einloggen kann. Belagerungen sind grundsätzlich eigentlich nicht so mein Ziel. Weil ich unsicher bin, wie viel ich über Belagerung erreichen kann. Oh ja, ich sollte meinen Buff-Food nochmal in die Leiste ziehen und meine Potions. Dich ziehe ich hier rein. Und dich ziehe ich hier rein. Habe ich eigentlich den Kram für Alchemie? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, habe ich noch nicht. Verdammte Axt. Ich habe keine Punkte mehr. Oh. Okay, das wird mich ziemlich abfangen. So, was ist hier Phase? Kundschaftermission will ich nicht. Ich will mich kloppen. Zauberer, guck mal. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit für den Fall der Fälle. Es ist Schlagen von 40 Soldaten. Oh nee, mein Quest-Tagebuch ist voll. Was habe ich denn hier so? So, zack. So, wo wird sich denn hier gekloppt? Wir müssen zum Pakt.
Moment. Tötet 20 feindliche Spieler. Burg Faragu. Wo sollen die sein? Nee. Aha, da hinten, guck mal. Das ist doch perfekt. Schauen wir mal, dass wir hier noch was mitnehmen. Ja, gerade mal sind wir dann so ein bisschen Lone Wolf-Geschichte. Ja, ich hätte auch das machen können. Moment. Ging das nicht hier mal? Oder bin ich jetzt doof? Oder kann man hier mittlerweile nur noch die... man konnte doch auch mal Gruppen in Cyrodiil suchen. Das haben sie wahrscheinlich rausgenommen, ne? Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Gut. Dann ziehen wir mal los in den Krieg. Wahrscheinlich kriege ich auch auf Schnauze, so wie ich mein Glück kenne. Weil bei mir immer noch dieses komische Blocken nicht funktioniert. Beziehungsweise dieses... wie nennt sich das auf Deutsch? Befreien? Oh. Oh, da gibt's schon... Oh ja, habe ich das Dingenskirchen drin? Ja, habe ich. Okay, das ist nämlich relevant. Jetzt hätte ich natürlich auch meine Skills noch etwas umändern können, aber ich glaube... Random Ladebildschirm, okay. Ich glaube, wir fahren hiermit erstmal ein bisschen richtig. Nein, das war nicht das, was ich haben wollte. So, das wollte ich haben. Ah! Ah, nein! Oh Gott! Da sind ja drei! Oh, fuck! Da sind vier! Oh nein, ja, okay. Ich wusste es, ich werde auf Schnauze bekommen. Warum? Weil sich keine Sau darum kümmert, was da oben passiert. Das ist mir sowieso ein Rätsel immer. Irgendwie gehen die alle auf die Gelben. Das sind so Leichenopfer scheinbar. Verdammt! Ich habe meine Buffs nicht drauf bekommen. Ah. Da war ich echt voreilig. Wer ist da vorne? Oh nee, das sind die. Moment. Ah, das ist... Erinnert mich so ein bisschen an Armor und Altes. So, man schaut jetzt erstmal. Passiert jetzt was? Weil ich kann die jetzt nicht einfach alle weggenken. Ein ja, aber vier? Vier ist viel. Oh, nee, die nehmen mir jetzt die Burg ein. Okay. Muss ich mal eben kurz schauen, dass ich die Buffs alle drauf bekomme. Okay. Was? Was hat mich entdeckt? Ah, fuck, ey. Oh. Run! Ah, run for your life! Ah, fuck. Bin ich schlecht heute. Ich habe nicht gesehen, dass der da rummarschiert ist. Ah, so eine Scheiße. Okay. Ich glaube, mir fehlt einfach gerade ein bisschen die Fantasie, um den Bescheid zu spielen in den Char hier. Ich bin mir unsicher, wie ich das hier organisieren soll, weil ich bin auch alleine. Das ist ja mein Problem. Machen hier zur vierten Burg weg, während unten da irgendwie ein wahrscheinlich fetter Zerg unterwegs ist und keine Sau stört es. Okay, da scheinen Mates zu sein. Nimm doch endlich deinen scheiß Pferd und lauf.
Nimm die Beine in die Hand. Okay. Ich werde dir mithelfen und ich gehe mal davon aus, dass relativ fix jemand da turnen wird. Oder hinter mir passiert gerade richtig Fiesta. So, immerhin, damit kann ich arbeiten. Ich bin halt langsam wie sonst was, wenn mein scheiß Pferd nicht aufgelevelt ist. Das ist so ein Bullshit, ey. Das ist natürlich ein Problem. Liebe Kinder, wenn ihr euch Chars hochzieht, jeden Tag Pferdchen füttern. Macht nicht den Bullshit, den ich fabriziere. Weil dann kommt man zu sowas, so dieses Hinterher-Ächzen. Ja, guck mal, er hat sich eine Gruppe von drei mutigen Damen und Herren gefunden. Die haben die über einen Haufen gehandelt und dann war wieder Ende. Guck mal. Aber eigentlich mache ich Schaden. Ich weiß noch nicht, wie ich... Ja. Die Damen und Herren der Schöpfung da oben... Ah, nicht so viel, nicht so viel. Zumindest jetzt der Midi, der da mir angerannt kam. Aber ich habe auch original an meinem Bild vielleicht zwei Spells oder drei Spells. Oh, der. Hat er sich da einfach versteckt, der Boy? Jawohl. Dann, gehe ich schon mal vor. Ich bin ja so langsam. Ich habe gedacht, hier wird noch groß irgendwas rumrennen, aber das ist... Ich habe bis jetzt schon... Also, obwohl unten rennen die rum, ne? Das ist nicht das, was ich haben will. Ich will eigentlich die roten Heidis aus dem Verkehr ziehen. Das ist eigentlich gerade so meine Mission. Oh mein Gott, was war das denn? War das eine Ult? Ah, er hat den... Ich kann nicht angegriffen werden, Moment. Oder was? Jetzt greift der Arsch mich an, oder was? Idiot, ey. So, dann schauen wir mal. Burg Farragut kann ich alleine wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ich könnte natürlich... Oh. Wo ist der Zerg gerade unterwegs? Gerade ist es für mich nicht einsehbar. Das ist natürlich jetzt eher unprickelnd. Was muss ich denn da unten machen? Ah, okay. Ich verstehe.
bin mir unsicher, wie weit ich mit dem Bild hier, mit dem Char, alleine das Lager da vorne aus dem Verkehr ziehen kann. Das wäre natürlich richtig Premium, wenn ich das könnte. Wie gesagt, ich habe im Grunde nur einen Spell. Und der beschränkt sich auf Buffen und Schießen. Wäre vielleicht das noch. So. Für den habe ich nämlich zum Beispiel ein paar Jahrtausende schon mal gebraucht. Für ihn jetzt eher weniger. Okay, das macht auf alle Fälle Schaden. Oh, aber leider machen die auch Schaden. Oh, Kinder. Okay, Heilung, Heilung, Heilung. Oh, da sind Gelbe unterwegs. Oh, was machen die denn da? Okay, da ist Almeria am Start. Okay. Interessant ist es auf allemal. Alter, der hat so viel. Diese Tank-Heinis haben so viel Leben. Alter, jetzt stirb. Okay. Nee, das hat hier keinen Zweck. So, das ist eindeutig kein Char zum alleine clearen von Dingenskirchen. Ach verdammt, jetzt habe ich so ein Ding nicht. Okay, könnte mich bitte jemand hier umbringen, dann spawne ich neu in der Nähe von... Oh Gott, nee, nicht innerhalb von denen. Nicht innerhalb von denen, da werde ich ja umgebracht. Pff, auf einmal stehen da 30 Leute auf dem Feld. Oh mein Gott, ey. Okay. Oh. Ich wurde eingeladen zu was? Oh mein Gott. Ja, okay. Wo sind denn die unterwegs? Da hinten. Okay, da muss ich mich so oder so umbringen. Gartok. Oh, das ist, warte, da muss ich eine Quest raushauen. Gut, dann machen wir das. Kann ich zu meinen Mates... Ich habe gerade einen TP-Sound gehört. Rennen da immer noch so Spieler rum? Nee. Okay. Ich wähle den Freitod. Los, holt mich, wenn ihr könnt. Dann spare ich mir wenigstens den ganzen Weg. Ich brauche aber echt lange. Okay. Die haben echt lange gebraucht, um mich zu killen. Dafür, dass sie mich gerade innerhalb von Sekunden wegknallen konnten. Die Mobs da. Aber okay.
Eigentlich sollte ich ja rote wegmachen, aber dann muss ich halt damit arbeiten. Ja, mein Krüppel von einem Pferd kommt so mit Ach und Krach hinterher. Es ist dumm. Ich muss übrigens mal ganz fix, ich glaube, das mache ich mal morgen, hier so ein paar Fähigkeitssteine abholen, so ein paar Scherben. Willkommen im Laufsimulator. Ohne Laufen, sondern mehr mit Gehen. Der Atok ist da unten, ne? Nee, warte, das ist die Alterdon. Wo müssen wir hin? Das ist doch die Alterdon-Schriftrolle. Oder bin ich jetzt komplett dämlich? Da oben ist die. Ach Gott. Die denken, das wäre die Schriftrolle der Gelben. Ach Gott, ey. Ja gut, dann eben so. Das ist... Was läuft hier? Ich habe auf einmal Damage bekommen. Hab ich nicht noch so ein... Nee, hab ich nicht. Ich habe kein Trebuchet. Ich stehe jetzt hier dumm rum. Oh, tötet feindlichen Zauber. Oh, da ist aber einer. Na komm, geh doch drauf hier. Ich habe gerade eh nicht viel zu tun. Ich stehe gerade eh dumm vor die Tür rum. Oh, warte, sind das die Damage-Zahlen, die wir reinbauen? Ich hatte so wenig Schaden an denen, habe ich irgendwas verpasst. Oh, ich habe keine. Ich habe. Lass mich leben. Okay. Warte, zählt das für die Mob-Zauber? Interessant. Hätte ich persönlich ja nicht gedacht, aber gut. So, Captain Cork von Ork. Jetzt stehen wir hier vor der Tür und was nun? Vor allen Dingen, eben kurz mein Leben wiederbekommen. Was? Mobbt ihn! Jawohl! Wir haben ihn erfolgreich gemobbt. Oh, warte, das Ding hat einen Cooldown. Das ist ja crazy. Ich würde ja gerne was machen, aber ich kann nicht. Ich stehe wieder dumm vor der Tür rum.
Kann ich das Ding abschießen? Nee. Boah, das war Schaden. Let me in. Okay, ihm habe ich Saurus gegeben. Er ist ein Templer, er heilt sich einfach für den Dämon. Es ist halt... Oh no. Kommt aus der gelben Fraktion jetzt nicht so viel. Was mich aber ehrlich gesagt sehr freut, muss ich ehrlich sagen. So, so geht's zum Zauberer. Naja, geh ich nach vorne. Komm, ich will heute Kills haben. Aber ich sehe hier keine PvP-Tinies. Ich sehe hier einfach nur... gesehen. Jetzt wurde ich einfach überrannt. Lol, ich wurde einfach über den Haufen gerannt. Kann mich jemand reviven? Oh Gott, war das schlecht. Ich habe gedacht, greift mich denn da von der Seite an? Oh, ich werd revived. Ich wurde revived. Oh, ist das schön. Ich habe mich gerade schon gewundert, wer greift mich denn da an? Und es war halt legit irgendein Heini. Es war irgendein PvP-Depp. Oh, warte, ich habe hier was zum Reparieren. Ich will den Kram ja auch noch irgendwie loswerden. So. Ich will aber jetzt gleich nicht wieder dumm vor der Tür stehen, wenn die da wieder irgendwelche Leute überrennen. Dementsprechend suche ich mir mal eben kurz Kram zusammen. Wo war denn der Händler? Der war nicht hier oben. Verdammt, der hat mich doch gerade angegriffen. Da. Lasst mich wissen, falls ihr etwas braucht. Nein, das will ich. Gib mir die Eiskübel-Triborg. Das stelle ich mir ziemlich witzig vor. Aber nein, wir gehen den klassischen Triborg-Weg. Ich gehe auf den. Das brauche ich gerade nicht. Brauche auf jeden Fall noch mal ein bisschen Reparaturmaterial. Hallo? Da. So, jetzt auf in den Krieg. Denn dieser Krieg wird kein leichter sein. Zum Tor. Okay. Ah ja, ich sollte mir das vielleicht nochmal hier reinhauen. Weil ich habe keine Lust, dumm vor den Mauern rumzustehen. Das ist halt das, was ich echt nicht gut kann. Bankorei-Garnison wieder unter der Kontrolle. 2000 Allianzpunkte für was eigentlich? Sie laufen ja alle davon. Ich bin ja wirklich wie die alte Oma. So wartet, Kinder. Ja, was? Hier ist ja alles offen. Okay. Durch die Hütte.
Oh, da hat jemand den Elan-Spell gemacht, der einen schneller macht. Wie heißt denn der Kram? Mir fällt da gerade nicht ein. Oh, und das ist für mich die Möglichkeit, die Scherbe davon abzuholen. Mach ich jetzt auch mal. Sonst komme ich ja nie dahin. Also ich habe mir das tatsächlich ein bisschen spannender vorgestellt, dass da irgendwie, ich weiß nicht. Okay, es gibt viele, die diese Rolle nehmen sollen. Ich sollte sie vielleicht nicht nehmen. Okay, wo ist er? Da. Unser guter Doc Raven. Run! Run for your life. Ich sehe es ja jetzt schon kommen. Gleich lauert mir einer auf. Gibt's einen auf Schnauze und dann ist Ende. So wie ihn da. Ah, er hat sich hingelegt. Haha. Besser er als ich. Wo ist der gute Doc? Ich sehe ein leuchtendes Licht da. Das ist in der Regel kein gutes Zeichen. Okay, run. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt da eine große Belagerungsschlacht am Tor, aber irgendwie interessiert das keinen. Bringen wir den Kram einfach in die nächstbeste Burg rein. Nee. Ich habe gerade gedacht, da läuft ein Gegner lang, aber nein, das war einfach nur ein Maid. Maid aus dem Zerg. Ja, komm, dann spiele ich hier mal den Scout. Besser, ich kriege auf Schnauze als die anderen mit der Rolle. Ja, der wird sich auch denken, man hat den Rollator dabei. Und ja, ich habe einen Rollator dabei. Auch jetzt mal troll doof dahin. Ja, die ganzen Scherben, die hole ich mir morgen ab. Natürlich nehme ich die Dinger, wenn sie mir so über nicht ja so drüber stolper. Ich muss nur schauen, dass die Mobs mich da nicht einfach abknallen wie ein Vogel. Wie ein wild freilaufender Vogel. So wie jetzt. Was ist jetzt passiert? Ah, er da oben hat mich angegriffen. Ach so, ja, okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Danke für gar nichts.
aber... Nehmen wir mit. Alles meins hier. Zwei Yellow sind hinter uns. Cool. Okay, Vlasaurus ist eingenommen. Können wir ja weiter marschieren. Der will jetzt zu Brindel, ne? Oh, Brindel Farm, jetzt sehe ich es auch. Okay. Dann auf in den Krieg. Das kann sich nur um Stunden da, handeln, bis ich da bin. Nee, das würde ich ehrlich gesagt gerade nicht machen. Aha. Oh mein Gott. Ja, okay, das erklärt vieles. Hab gerade nur geschaut, wie viele meine Gildenmates auf dem Server sind. Es scheinen sehr viele da zu sein. 84, um genau zu sein. Das Thema hatten wir ja schon. Hier krieg ich alleine voll auf Schnauze. Nur zu zweit bin ich hier eine Macht, die ernst genommen werden kann. Ich vergesse irgendwie immer... Nein. Oh, jetzt habe ich ihn getriggert. Ja. War jetzt nicht so mein Ziel, aber gut, dass wir darüber geredet haben. Er ist einfach gestorben. Er ist einfach umgekippt. Haben die Leute schon wieder eingenommen? Das ist weird. Ah, jetzt sind die Punkte angekommen. Hab ich gerade schon gefragt. Wer die dann bringt. Ach, der will. Okay. Verstehe. Dann will er die jetzt da vorne in die Burg einfach versenken. Ich hole mir eben kurz noch den. Die Scherbe hier vorne ab. Ich bin gar nicht hier. Ich hab doch gesagt, dass ich gar nicht hier bin. Ah. Nehmen wir mal das gleiche mit den Idioten. Von den Seiten. Oh Gott. Boah, das war auf alle Fälle gut. Ja, jetzt hat er sich anders überlegt, ist umgedreht und gegangen. Ach. So, guck mal. Eine schöne Scherbe mitgenommen. Riley Reed vom Deutschen. Oh, wir haben den Kaiser. Alter, dann kriege ich ja 1 Milliarde HP. Oder? Ich bin jetzt gerade doof.
Ja, über die Schriftrollen kriege ich auf alle Fälle Buffs. Lass mich hier mal einer hoch. Liebes Spiel. Ach, Gott im Himmel. Weißt du, die 5 Meter nach oben, die schafft dein Pferd nicht. Er sagt es, ne. Ich gehe in Ruhestand, meld Rente an. Auf Wiedersehen. Immer wieder die gleiche Geschichte. Oh nee, was macht ihr denn hier alle? Okay. Jetzt muss ich hier klug umschiffen, indem ich mit meinem wenig Stamina-Pferd hier rumhänge. Jetzt habe ich gleich den Buff bekommen. Nee, eigentlich müsste man, wenn man Kaiser hat, dann müsste man seine eigene Fraktion müsste man eigentlich Buffs bekommen. Aber irgendwie ist da nichts passiert. Ah, deswegen sind die da so rumgerannt. Jetzt erinnere ich, jetzt weiß ich das auch. Okay. Wie Punkten ist denn hier unterwegs? Oh mein Gott, 6 Millionen Punkte. Die macht ja nur PvP, die Mädel oder der Typ, keine Ahnung. Das ist doch Alterdon, oder nicht? Ja, das ist Alterdon. Wo ist denn die Menem? Oder haben wir die auch irgendwo bei uns in der Burg versenkt? Komische Geschichte. Oh nein! Nein! Stimmt, hier ging ja ein riesiger Riss durch die Stadt. Oh Gott. Okay. Ich denke mal, dass die Roten unser nächstes Ziel sind. Die Roten. Dann muss ich entsprechend. Ich weiß gar nicht, warum ich dem jetzt hier die ganze Zeit hinterher renne. Muss ich eigentlich gar nicht mehr. Also da ist halt zumindest nicht mehr viel zu holen. Ich laufe dann einfach mal dahin. Ja, warten wir, bis sie den Kram abgeholt haben. Bis sie den Kram abgegeben haben. Habe ich eben fix noch Zeit. Die Scherbe da vorne abzuholen. Das ist auch der. Nee, das ist der erste. Ich habe gerade gehört, das wäre der Port mit dem Pferdehändler. Das ist, glaube ich, beim zweiten. So, ich müsste jetzt hier mal eben kurz durch die Tür. Dankeschön. Na, das ist mein Handy.
können wir fix eben kurz noch in die Base gehen. Ah nee, doch, das war doch der Ding hier mit dem Pferdchen. Such dir ein Ross, meine Freunde. So, zack. Bin ich ein bisschen schneller. Nicht viel, aber ein bisschen. 1% ist immerhin mehr als 0%. So. Wieso? Ich verstehe es gerade nicht. Naja, muss ich halt jetzt so mit leben. Gibt es etwas, womit ich euch helfe? Es gab manchmal ein bisschen komisch mit den Questdingern. So, was gibt's hier? Ach ja, das war Es sind die Kleinen. So, guck mal. Es sind die kleinen Dinge, die im Kampf den Unterschied... Nein, das will ich gar nicht. Es sind die kleinen Dinge, die im Kampf den Unterschied machen, meine Freundin. Aber seht selbst. Okay. Nett. Oh, erstmal ein bisschen Loot bekommen. Ich hatte die Hoffnung, dass es dafür noch einen Erfolg gibt. Nein, das will ich gar nicht. Hallo? Das will ich haben. Meinen gerechten Lohn. So, ich habe festgestellt, ich brauche ja Transmutationskristalle. So, jetzt habe ich aber immer noch das gleiche Problem wie früher. Immer die gleiche Geschichte. So, da oben wird eine Burg geklatscht. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Was ist das denn hier? Hätte jemand vergessen, das Tor zu reparieren. Okay. Mache ich das eben. Ist auch okay für mich. Ist das hier irgendwie ein Questgebiet, was ich noch nicht mitbekommen habe? Wieso laufen denn die ganze Zeit irgendwelche komischen Zombies rum? Glühende Zombies vor allen Dingen. Wie viele Fertigkeitspunkte haben wir jetzt wieder? Okay. Damit kann ich eindeutig was anfangen. Auch wenn ich... Ja, Momentum habe ich leider noch nicht voll geskillt. Bogen ist voll. Bogen habe ich auch alles voll geskillt. Brauche ich gerade gar nicht.
Verdammt. So, hier muss ich nämlich in den Dungeon rein. Da will ich nämlich gar nicht. Ich hole mir jetzt einfach nur die Scherbe da vorne ab. Dann spare ich mir den Stress nächstes Mal. Oh. Wo kam er denn her? Oh, mein Quest-Tagebuch ist voll. Ja, super. Ich habe eindeutig... Ja, weg damit. Weg mit dem ganzen Müll. Was habe ich hier noch? Da. Baue nochmal einen Share. Kam. Es war auf einmal ein Typ da drin, den ich umgeklatscht habe. So, Ende war. Ich habe aber leider nicht so viel Damage gemacht, wie ich gedacht habe. Irgendwas ist da noch nicht ganz in Ordnung. Ich darf das Drakenschreinholz von der Lager erobern. Das ist ja auch schon mal was. Burg habe ich gar nicht. Interessant. Ich habe gedacht, ich hätte die Burgquest schon. So, dann renne ich jetzt einfach mal zum Holzfällerlager schon mal. So, Kastell Schwarzstiefel. Moment, Schwarzstiefel war nicht das, was wir jetzt brauchen, ne? Schwarzstiefel, wo ist Kastell Schwarzstiefel? Na, was? Oh, komm, er. Alter, geh weg. Dumme Nuss, ey. Was ist denn los mit dir? Der hat mich einfach mitten auf dem Feld angegriffen. Was hat er sich denn gedacht? Oh, und ich wurde von irgendwas angetickert? Nee. Wo ist denn Kastell Schwarzstiefel? Das ist die. Warum wird mir die denn... Warum habe ich die denn beschert bekommen? Totaler Schwachsinn. Come on. Ah, guck mal, er hat auch den gleichen Bild wie ich. Wahrscheinlich nur ein bisschen besser. Schönes Ding. Ah, Tür ist offen. Na, der Penner ist da wahrscheinlich nicht mehr oben, ne?
Der Kapp ist. Ah ne, es gibt nur ihn hier. Eigentlich suche ich nach Spielern, aber irgendwie sind die gar keine. Ah, dann ist es wieder irgendein Bug in der Questerei, ey. Ich habe nämlich nur die hier, aber das überschreibt das nicht. Ja, jetzt stehen wir dumm vor der Tür rum. Kommt gerade auch keiner. Ah! Schauen wir mal oben, ob da irgendjemand noch rumhängt. Aha. Nee. Der ist auch keiner. Was ist das denn hier für ein Betrug? Wie lame ist das denn? Okay, dann hau ich dich hier von den Beinen. Ist auch okay. Ich habe, das gibt vor Ewigkeiten gab es mal diesen PvP-Bug. Oder gibt es immer noch, dass man einfach die Quests nicht sharen kann. Das ist eine weirde Geschichte immer. Warte, ist der Laden da oben jetzt eingenommen, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Wo gehen wir jetzt hin? Bin mir gerade ein bisschen. So, ich weiß auch nicht, irgendwie buggt das bei mir rum wie blöde. Das geht mir mega auf den Zeiger. Hauptmann Churan hat mir erzählt, wie ihr ihm in Köblin geholfen habt. Ach so. Jetzt schreibe ich die ganze Zeit mit dem Heini und wir rennen jetzt natürlich nach da oben hin. Das ist
Ich habe mir das ehrlich gesagt heute Abend ein bisschen spannender vorgestellt, aber dadurch, dass dieses Kräfteverhältnis gerade nicht so gegeben ist, kommt halt auch nicht so viel. Ich glaube, das müsste ich mal an einem anderen Abend machen, dass ich dann so diese PvP-Matches dann mache. Dann ist da wesentlich mehr Theater. Wie gesagt, ich habe ja noch nie groß PvP betrieben hier. Das ist ja mein erster richtiger PvP-Charakter, den ich habe. So, guck mal. So. Jetzt gehen wir nach Harlunds. Okay. Passiert da denn was? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Nein. Okay, ich habe mir das eigentlich alles insgesamt ein bisschen spannender vorgestellt. Aber irgendwie... vielleicht müsste ich mal schauen, dass ich mit meiner Gilde da irgendwas vereinbare oder so. Also, dass man da irgendwie PvP-Dinger veranstalten kann. Aber das ist halt einfach gerade... dieses Überrennen... Sind die vielleicht, warte mal, sind die vielleicht alle in der Kaiserstadt drin? Moment. Oh ja. Oh ja, die sind alle in der Kaiserstadt drin. Jawollo. Okay, ja, verständlich. Da gehen wir morgen hin, wenn ein bisschen mehr Ruhe ist. Ich wollte jetzt nicht unbedingt reinmarschieren, weil ich glaube, dann hätten mich 30.000 Leute über den Haufen gerannt. Und das wäre auf Dauer echt nicht schön geworden. Dann gehen wir morgen rein, dann holen wir uns da ein paar Teilwahrsteine ab, schauen, dass wir noch so ein paar PvP-Matches an den Start kriegen. Da habe ich für heute Abend ehrlich gesagt auch keinen Nerv zu. Was haben wir eigentlich jetzt insgesamt? Oh ja. Ja, das ist das Leben jetzt. Man überrennt einfach den Server, wenn einfach kein anderer da ist. Ich meine, schaut euch das hier an. Ich meine, der Vorteil ist, ich kann gleich nochmal eben kurz nach da unten rennen und die Quest abgeben. Das mache ich gleich noch fix. Dann bin ich den Kram nämlich auch schon los. Also Cerulean kann auf jeden Fall, glaube ich, witzig sein, wenn so mehrere Zergs aufeinander prallen. Alles andere ist schwierig. Was ist das denn? Den Spell kannte ich noch nicht. So, gibt es jetzt noch Punkte oder? Ah! Guck mal. So. Dann gehe ich mal hier raus. Dann gehen wir eben kurz nochmal dahin. Oh, ich habe hier eine Fliege rumfliegen, wirklich.
Ich will keinen Wegpunkt da hinsetzen. Ich will einfach nur dahin reisen, den Kram abgeben. Wow, jetzt kriege ich die Quest. Oh, dieses Spiel ist so dumm. Das schlägt ja wirklich alle Rekorde. Die Schad nehme ich davon auch noch mal eben fix mit. Ist ja auch kein Beinbruch. So, dann haben wir auf alle Fälle heute noch relativ fix viel was geschafft für 2 Stunden. Ja, für 1,5 Stunden. So. Ich hatte Rascher. Zack. Oh, warte, ich komme hier gar nicht weg, ne? Wo gibt's hier? Doch, da gibt's einen Transitorstein. Okay. Dann. Oh nein. Oh nein, wirklich? Kann ich mich nicht hier umbringen oder so? Okay. Dann müssen wir den ganzen Weg natürlich jetzt zurückreiten. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Damit wir eben kurz noch die Quest abgeben können. Lalalalalalala. Das sind ja diese ganzen geschlossenen Dinger da vorne. Das ist ja totaler Käse. Oh, ich hätte mich auch im Wasser ertränken können, ne? Beziehungsweise fressen lassen können von den Fischen. Ich glaube, den Tod hatte ich auch noch gar nicht hier. Ah, da komme ich nicht lebend hin. Beziehungsweise, das ist. Obwohl. Könnte ausreichen. Ach, Chardinal, Alter. Na, gibt's hier Schlachterfische? Ach, come on, da will man einmal drauf gehen, dann kann man hier nicht drauf gehen, oder was? Doch, da. Oh, da gibt's Mobs. Ich war noch nie so glücklich, Mobs zu sehen. Hey, ihr da. Ihr übellaunigen Goblins. Los, haut mal ein paar Mal auf mich ein. Ich habe noch so wenig Schaden, ey. Da regeneriere ich mich ja easy hoch. Was ist das denn? Wollt ihr mich jetzt hauen, oder was ist das hier? Brauchen Jahre. Come on, kill me. Dankeschön. Nein! Ach Gott, verdammt, ich bin so dumm. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh Gott, jetzt lasse ich mich noch. Nee. Nee, jetzt laufe ich da. Jetzt stehe ich da dumm rum und jetzt habe ich vergessen, einfach den richtigen Knopf zu drücken. Aber bin ich stupid? Das macht mich jetzt sauer. Das ist doch einfach lächerlich. Ja komm, du kannst mich eh nicht killen. Jetzt lass mich einfach weiterreiten.
Na, da muss ich dringend mal ein bisschen mehr farmen, die beiden Dinger hier. Ja, komm, ihr hört auf zu labern, ich kriege es eh nicht gebacken, mich zu killen. Bin dafür gerade einfach viel zu mighty. Tor von Gartok ist offen. Ach, die rennen da vorne Gartok die Hütte rein, ne? Ja, komm. Wir werden die Tage auf jeden Fall noch ein paar Mal mehr so Schriftrollengeschichten sehen. War mal interessant für mich, aber obwohl ich es faszinierend fand, dass man da absolut keine Punkte für bekommt, außer du hast halt eine Mission dafür. Was ich halt super weird finde. Naja. So. Die Stärke des Bündnisses liegt in seinen Kriegern. Bei Onsis so, was haben wir noch bekommen? Gerechten Lohn. Guck mal. Nur ein bisschen Knete. Und ja, nennen wir es mal Items. Dann würde ich sagen, ich komme morgen früh sind wir wieder am Start. Oder bin ich wieder am Start? Dann würde ich jetzt Feierabend machen. Relativ viel auf jeden Fall für heute erreicht. Für mich zumindest. Also ich habe vorher im PvP nur die Quests abgefarmt, die da rumhängen. Also die Quests in den Siedlungen. Relativ interessanter Einblick, den ich hatte jetzt auf alle Fälle. Wir machen Schaden. Aber noch nicht den One-Shot, den ich mir wünsche. Muss ich nochmal schauen, wie ich das organisiert bekomme. Wahrscheinlich einfach nur so eine Sache von Movement und Burst Damage. Aber nun ja. Wo bin ich? Nein, da bin ich garantiert nicht. Aha. Warte, was? Wieso? Moment. Das sehe ich auch erst jetzt. Was ist das denn? Moment. Das ist meine normale Desktop-Webcam. Was ist passiert, dass wenn ich in den Webcam-Modus reinschalte, das passiert? Was ist da passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Moment. Warum hat sich das alles verschoben? Ah, ich bin ja ein Genie, ey. Das erklärt nicht viel. Also eigentlich erklärt das nicht viel, weil ich ja selten in diesen Modus reinschalte. Was wollte ich sagen? Ah ja. War meine Freude, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Dementsprechend... Bis dann und schönen Abend bzw. schönes Wochenende. Tschüss.